Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und Blog. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch ein weiteres Mini-Album zeigen. Die Anleitung, wie man dieses Mini-Album bastelt, die verlinke ich euch einmal in der Infobox und einmal hier oben. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Das Mini-Album ist genauso gemacht, wie ich euch in dieser Einhorn-Mini-Album-Anleitung gezeigt habe. Hier habe ich noch ein paar Extras eingebaut. Das ist aber ganz einfach, das erkläre ich euch dann, wie ihr aus diesem Grundalbum eben ein Extended Album machen könnt. Dieses hier ist für meine Großcousine. Die ist ganz neu geboren und heißt Annika. Und für sie soll dieses Album mit den Waldtieren sein. Ich würde euch gern, bevor wir ins Album reinschauen, zeigen, was ich benutzt habe. Und zwar einmal diesen Block hier von Craft Consortium. Der heißt Little Fawn. Und der ist einfach unglaublich niedlich. Das ist sowas, was mir richtig, richtig gut gefällt. Ich blätter das hier mal so mit euch durch. Diese Waldtiere und hinten drauf auch immer schöne Motive, die dazu passen. Ihr habt immer 4 Blätter von einer Sorte. Und das passt alles richtig toll zusammen. Das habe ich benutzt. Und hier könnt ihr das im Prinzip auch nochmal ausschneiden und verwenden. Also das ist echt schön gemacht. Den habe ich benutzt. Dann habe ich Designpapier von Charlie und Paulchen benutzt. Hier mit dem Rehkitz. Das habe ich einmal benutzt. Und den etwas größeren Ausschneidebogen. Ihr seht, da ist schon nicht mehr ganz so viel übrig. Das hat ganz gut gepasst vom Thema her. Dann habe ich noch diese beiden Stempelsets hier benutzt. Die heißen auch Little Fawn and Friends. Ebenfalls von Craft Consortium. Und dazu gibt es auch das passende Washi-Tape. Alles passend, aufeinander abgestimmt, deshalb gefällt mir das so gut. Die Sachen habe ich für das Album benutzt. Falls ihr wissen wollt, wo ihr die Sachen bekommen könnt, ihr findet sie zum Beispiel bei Charlie und Paulchen im Shop. Auch das verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann legen wir jetzt los. Ich zeige euch mein Mini-Album. Zunächst einmal von außen. Hier habe ich Band eingearbeitet, dass man hier so eine schöne Schleife binden kann. An den Rändern habe ich das Washi-Tape benutzt, jeweils. Das verstärkt noch einmal das Papier und es passt einfach richtig schön. Und hinten drauf das Cover mit dem kleinen Stinktier. Dann können wir das jetzt hier öffnen. Das Band habe ich hier unten drunter befestigt, unter dem Designpapier und hier auf der Innenseite. Die Buchstaben habe ich ebenfalls auch ausgestanzt und den kleinen Fuchs von Hand ausgeschnitten. Hier habe ich das Band auch darunter befestigt. Auf der ersten Seite, auf das Cover, da würde ich jetzt vielleicht nichts kleben, obwohl man hier schon ein Foto hinkleben könnte, aber hier bindet man ja auch noch die Schleife. Aber hier könnte durchaus schon das erste kleine Foto kleben. Dann blätter ich direkt mal auf die erste Seite. Hier verbirgt sich dann direkt schon das erste Clue-Element, was ich angefertigt habe. Und zwar einmal ist hier eine kleine Tasche mit einem Tag. Hier habe ich das Washi-Tape verwendet. Da könnte man natürlich was draufschreiben, könnte auch ein Foto reinstecken, wie man möchte. Und wenn man das hier öffnet, dann ist hier runter so ein Pop-up-Element. Auch das habe ich euch schon gezeigt, wie man das macht, in einem anderen Video. Ja, da könnte man zum Beispiel hier ein Foto hinkleben. Oder hier oben. Ja, oder es einfach so lassen. Das ginge natürlich auch. Das ist das Erste.
Dann, hier habe ich als allererstes was geändert. Das normale Album würde sich jetzt so aufklappen. Hier habe ich aber oben einfach noch eine Klappe ergänzt. Die habe ich oben angeklebt. Das seht ihr hier. Neutrales Papier verwendet, um ein Foto aufzukleben. Und hier unten ist eine Tasche. Da kann man Fotos einstecken, hier ein Foto hinkleben, wenn man möchte. Ich finde es auch immer schön, wenn man das Hintergrundpapier nicht so überkleben muss, weil sie einfach echt süß ist. Und dann, dass man einfach die Fotos dann einsteckt. So, den kleinen Fuchs habe ich gestempelt und mit Buntstiften koloriert. Der steckt hier mit drin. Klappe kann man hier wieder schließen. Dann geht das Ganze nach links auf. Und dann ist hier die nächste Seite. Da ist das Reh aus dem Designpapier von Charlie und Paulchen. Das habe ich nur an den Füßen festgeklebt. Hier eine kleine Fotomatte. Da könnte man was draufschreiben, Foto draufkleben, in den Hintergrund was kleben oder eben wieder Fotos hinten dran stecken, wie man das eben möchte. Hier geht es schon direkt weiter, das zeige ich euch aber gleich. Wir öffnen das erst ein weiteres Mal. Auch diese Tasche hier habe ich ergänzt. Die ist im normalen Album so noch nicht dabei, oder? Ja, das ist normalerweise diese Tasche hier. Also die habe ich ergänzt, um eine weitere Klappe zu haben. Dann entpuppt sich direkt das nächste kleine Element. Ich habe hier eine Tasche aus dem Designpapier gebastelt und hier ein kleines Daumenkino mit den Stempeln erstellt. Wer mich auf Instagram abonniert hat, könnt ihr übrigens hier auch nochmal tun. Also da. Der hat das schon gesehen. Das ist tatsächlich so ein kleines Daumenkino. Und auf die Rückseite könnte man jeweils auch noch was schreiben oder Fotos kleben, wenn man möchte. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Dann basteln wir mal eins gemeinsam. Das ist das hier. So, jetzt klappen wir die nächste Klappe auf. Und hier sind wir wieder in dem normalen Element, was ihr aus dem Einhorn-Album kennt. Das heißt, wir haben hier die beiden großen Seiten, die sich jeweils nochmal hier so zur Seite aufklappen lassen. Mit einer kleinen Tasche. Die habe ich einfach gehalten mit Designpapier, um Fotos einzukleben. Hier und hier. Und dann die Mitte kann man hier aufklappen. Und auch hier nochmal Designpapier ergänzt. Und da auch nochmal ein Add-on. Hier oben habe ich mit dem niedlichen Reh eine weitere Klappe aufgeklebt. So, und das heißt, hier unten kann noch mal ein Foto hin und hier in die Mitte. Aber das Motiv hier muss man natürlich nicht überkleben. Kann man, wenn man möchte. Das ist auch schon das ganze Mini-Album. Jetzt klappen wir es wieder zu. Das geht so und so. Und dann klappen wir diese Seite zu und diese Seite zu. Und hier können wir es dann wieder mit einer Schleife verschließen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Lust, das nachzubasteln. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich antworte euch gerne darauf. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.